Zugegeben, ganz so dramatisch wie hier bei der Vorstellung der neuen Akku-Multijet von Gloria wird es heute nicht, aber in puncto Abwechslung, Funktionalität braucht sie die Akku-Multibrush von Gloria hier und heute überhaupt nicht verstecken. Sie können sich beide sogar noch wunderbar ergänzen. Rasenkanten schneiden und reinigen soll sie können die Multibrush. Unkrautmoos und selbst hartnäckige Flechten besiegen. Steinfußböden, zum Beispiel Terrassen, reinigen und sogar Holzfußböden schon vom alten Dreck befreien können. Die Erwartungen sind hoch. Nicht nur bei mir wird sie die neue Multibrush erfüllen können. Ihr werdet es gleich sehen. Geht gleich los und habt viel Spaß dabei. Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen. Meine Geschenke ziehe ich selbst und nicht irgendwelche Rentiere. Da drin im größeren Karton ist die Multibrush, das ist klar, und auch jede Menge Zubehör. Denn eins ist sicher, wenn ein einzelnes Gerät so viel können möchte wie dieses, dann braucht es verschiedene Werkzeuge und beim Reinigen auch verschiedene Mittelchen. Dabei ist ein Schaumsprüher, der tritt nachher noch an gegen die Multijet, dann ein Holzreiniger, ein Steinreiniger und noch ein Grünbelagsentferner. Bürste für Holzreinigung ist zweifarbig und hat unterschiedliches Profil. Steinbürste Medium in Schwarz hat gleich langes Bürstenprofil. Dann die Stahldrahtbürste Pro, das ist die Killerbürste, die schafft sogar Flechten zu entfernen. Die kleine blaue Nylon-Fugenbürste ist für empfindliche Steinoberflächen gedacht. Fürs Grobe gibt es die Stahldrahtfugenbürste, die hier schon am Aufnahmemodul angeschraubt ist. Das ist das Rollmodul für die andere Seite zum Fortbewegen. Dies besondere Teil hier ist der 2-in-1 Kantenschneider mit einer 1 mm dünnen Edelstahlscheibe, daneben die 50 mm breite Nylonbürste. Da könnt ihr schon besonders drauf gespannt sein. 4 Ampere-Stunden Akku von Bosch ist dabei, Bedienungsanleitung für alles ist an Bord und natürlich auch solch Bosch-Schnellladegerät. Hier an der Multibrush schon dran, die Nylon-Steinbürste Soft in Schwarz mit unterschiedlich langen Bürsten, mit einer Schutzhaube drüber weg. Höhenverstellbarer Handgriff ist dabei, teleskopierbares Aluminiumrohr für die Arbeitshöhe ist wirklich eine super benutzerfreundliche, praktische Sache. Akku ist teilaufgeladen und sollte vor Betrieb voll aufgeladen sein. Den mal rein und hier oben am Handgriff befindet sich auch der Bedienhebel, Akku-Zustandsanzeige und das Stellrad für die unterschiedlichen Drehzahlen von 1 bis 6. Alle einzelnen Module lassen sich ganz mühelos und auch werkzeuglos per Klick austauschen. Das ist wirklich eine feine Sache. Einzig das Wechseln der kleinen schmalen Stahlbürste gegen die kleine blaue Nylonbürste. Dafür braucht ihr einen kleinen Imbusschlüssel, der ist aber im Lieferumfang enthalten, so soll das sein. Jetzt, Freunde, geht's in 5 Kapiteln zum Unkraut, Flechten weg, Stein- und Holzböden reinigen. Los geht's! Das ist der Main-Teich und höchste Zeit, dass die Umrandung mal wieder aufpoliert wird. Dazu brauche ich erst einmal den Kantenschneider. Batterie ist vollgeladen, die dünne Metallscheibe einstechen, den Plattenrand suchen und schon kann das losgehen. Ich mache das auch zum ersten Mal, da gibt es keinen Feuertest. Und wenn das am Anfang ein bisschen holprig aussieht, dann ist das so. Geht euch auch nicht anders. Im letzten Video mit meiner Motorhacke, da hatte ich ja am Anfang echt Mühe, den Gold zu zähmen. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Das hier mit der Kante wurde noch nie gemacht. Wurzeln vom Gras sind irgendwie ganz schön hart, alles sehr verdichtet. Aber ich muss sagen, das geht alles mühelos. Eigentlich braucht man die Multibrush nur vorwärts bewegen, aber gerade zu Anfang kommt man immer wieder von der Kante ab und dann bleibt natürlich ein kleiner Rand stehen, soll aber nicht. Also gehe ich immer mal wieder auch ein bisschen zurück, finde die Kante wieder, kann das so viel besser kontrollieren und schon nach kurzer Zeit bekommt man ein Gefühl für die ganze Sache. Lässt die Scheibe fast selbstständig arbeiten, man braucht keinerlei Kraft, die Scheibe schneidet und fräst nach vorn und zurück. Tipptopp, ich bin sehr positiv überrascht, das macht sogar richtig Spaß. Mit dem Besen abgefegt und ihr seht's hier, tadellose Kante, traumhaftes Ergebnis, super, so kann das weitergehen. Jetzt die Fugen, anderer Aufsatz, andere Aufgabe, die löst hoffentlich die schmale Stahlfugenbürste. Ich lasse das so, wie es ist. Psycho Andreas würde sagen, halt, stopp, das bleibt alles so, wie es hier ist und es wird hier nichts dran rütteln. Na, jedenfalls kam da vorher nichts ab mit einer Schippe oder so und es war schon eine echte Herausforderung für die kleine Stahlfugenbürste. Ich hatte ja vorerst Bedenken, dass sich die Bürste durch das Moos und Unkraut verklebt und daher nicht so richtig funktioniert, aber war nicht so. Die wühlte sich da durch, alles vorher ging in die Knie, ich konnte es kaum glauben, das war echt spitze. Und zum Schluss wieder mit dem Besen drüber, die Fugen waren sauber. Jetzt die Steinbürste Medium mit gleich langen Bürsten. Irgendwelche Mittelchen am Teich kommen für mich hier nicht in Frage und erst einmal wollte ich es versuchen trocken zu reinigen. Aber ihr seht es hier, bisschen Restmoos und Unkraut gehen ab, aber Flechten und so keine Chance.
Danach versuchte ich mich mit der großen Stahldrahtbürste auch noch trocken und da tat sie dann aber was. Es staubte auch ein bisschen, aber da ging dann schon eine ganze Menge Dreck mit ab und auch schon ein Großteil der hartnäckigen Flechten. War's ja jetzt mit dazu und zuallererst kommt die Steinbürste Soft zum Einsatz, die mit den unterschiedlich langen Borsten, weil hierdurch irgendeine Wurzel, solch kleiner Absatz am Stein entstanden ist. Die Fugen werden noch besser gereinigt, alles andere auch noch ein bisschen mehr, aber fürs Grobe nehme ich wieder die große Stahlbürste. Und siehe da, in der Kombination nur mit reinem Wasser geht da schon richtig was ab, ganz ohne Reinigungsmittel, das hätte ich gar nicht für möglich gehalten. Auch die Flechten gehen größtenteils flöten und jetzt, wo das Ganze abgespült wird, zeigt sich doch schon ein richtig gutes Ergebnis. Hier seid mal schon gespannt auf Kapitel 5 am Ende des Videos. Große Stahlbürste Pro in Verbindung mit Wasser und Profi-Steinreinigermittel trifft auf Flechtenpflaster. Jetzt tauschen beim Kantenschneider die Stahlscheibe und die Bürste die Positionen Stahlscheibe außen und Bürste innen. Mit dem Imbusschlüssel ruckzuck erledigt. Das ist der alte Weg, die Kante wurde noch nie geschnitten und endlich bekam die Multibrush auch mal eine richtige Aufgabe. Man merkte es schon, das ging alles ein bisschen schwerer und auch langsamer, aber dass die Multibrush irgendwie auch nur annähernd an ihre Grenzen kam, keine Spur davon. Ich hatte immer ein super Gefühl dabei und keine Angst, dass da gleich irgendwas qualmt oder so. Dann auf dem neueren Weg, da ging das dann sehr viel leichter. Ruckizucki, super schnell war das hier erledigt. Hier nur eine kleine Detailaufnahme vom Schnitt. Danach wieder abgefegt und ihr seht, das ist eine ordentliche Kante geworden. Das sieht super aus. Jetzt habe ich die Scheiben und die Bürste wieder umgetauscht für dieses Stück am Wasserhahn. Und auch hier wurde vorher noch nie eine Kante geschnitten. Alles klappt wieder völlig problemlos, so macht so etwas Spaß. Und jetzt ein Phänomen, manchmal sieht man es sogar direkt an Straßen oder gar Gehwegen. Zwischen Rasen und Stein ziehen manche so eine Art Mini-Schützengraben. Das ist nicht nur gefährlich, wenn da mal einer mit dem Fahrrad reinfährt, kann das sehr böse enden. In diese Schützengräben kommt dann auch besser Licht dran, Wasser kann sich vermehrt sammeln, der Rasen wächst da besser, die Wurzeln quellen nach oben, es entsteht eine Art Rasenwölbung und das Trauerspiel beginnt dann von vorne. Das ist wirklich totaler Mist, totaler Quatsch. Kurzer Wechsel auf die kleine Stahldrahtbürste, damit könnt ihr jetzt die Fugen zum Beispiel von diesen Zementplatten reinigen. Das geht damit wunderbar und schon nach kurzer Zeit habt ihr auch ein Stückchen geschafft und das Ganze ohne Bücken. Direkt am Haus habe ich mal Feldsteinpflaster in Beton verlegt und beim Säubern mit dem Besen geht nicht alles ab und auch da kommt die kleine Stahldrahtbürste zum Einsatz. Ihr braucht bei Feldstein und Beton auch keine Angst haben, dass die Stahlbürste irgendetwas beschädigt, außer ihr habt bei der Betonmischung zu viel an Zement gespart, das ist dann aber eure Schuld. Das hier ist schon mal ein Stück vom Flechtenpflaster aus Kapitel 5, aber nun sind erst einmal nur die Fugen dran. Ihr seht, das ist hier echt ein Kinderspiel für die Multibrush. Keine Hürde, zacki zacki, könnt ihr in kürzester Zeit eine beträchtliche Fläche schaffen. Jetzt zu einer unendlichen Geschichte vieler Höfe, Natur-Feldsteinpflaster und wie bekomme ich da das Unkraut in den Griff? Das ist zu Recht eine gute Frage. Diverse Mittelchen sind verboten, heißes Wasser soll helfen und ist erlaubt. Abflammen könnte man auch noch machen. Oder man hat sehr viel Zeit und noch mehr Geduld, dann geht das auch mit der kleinen Stahldrahtbürste. Und wenn ihr nicht gestorben seid, dann bürstet ihr noch heute. Wieder kurzer Wechsel auf die kleine Nylonbürste und damit könnt ihr alle Fugen, Rillen und was weiß ich nicht alles von allen sehr empfindlichen Oberflächen reinigen, wie hier zum Beispiel Pflasterklinker, direkt wieder am alten Weg, der mal einer Terrasse weichen soll. Das geht echt wunderbar und richtig schnell, auch die Fugen der Granitsteine bekommen wieder neuen Glanz. Sehr schonende, aber äußerst effektive Sache. Super. Und da sind wir auch schon. Diese Terrasse aus Holz soll im frischen Glanz erscheinen. Ganz wichtig auch bei Stein. Vorher kommt da Wasser drauf, um die ganzen Schmutzrückstände aufzuweichen. Das mache ich hier wieder mit der Multijet. Das kann ich natürlich auch. Und am besten wie hier noch so einigermaßen im Schatten, dass das nicht gleich so austrocknet. Schutzbrille auf, Druck aufpumpen und schon könnt ihr einen ordentlichen Schaumteppich mit dem Schaumsprüher von Gloria legen. Das geht soweit ganz gut, aber erinnert ihr euch noch an die Szene ganz am Anfang? Ganz genau die. Und Schaumteppich in richtig legen, das kann ich viel besser, viel schneller und das auch noch im Akkubetrieb. Ruckzuck ist das erledigt und jetzt soll das Mittel so 20 Minuten Zeit haben, den Dreck aufzulösen. Und diese Zeit solltet ihr dem Holzreiniger geben, denn sonst ist das alles für die Katz. 20 Minuten sind um und wenn die Oberfläche wie hier in der Sonne schon wieder angetrocknet ist, dann erneut das Mittel ein bisschen auftragen und los geht's mit der Reinigung. Die zweifarbige Holzbürste kommt jetzt zum Einsatz. Sie hat unterschiedlich lange Borsten und ist somit perfekt für dieses geriffelte Holzprofil geeignet. Wenn die Oberfläche stark verschmutzt ist wie hier, dann immer leicht vor- und zurückarbeiten.
Die Bürste hat eine Spritzabdeckung. Wenn, dann spritzt das Richtung eurer Füße. Das lässt sich durch die unterschiedliche Position nicht immer ganz vermeiden. Mir ist das egal. Hauptsache, es wird sauber. Gummistiefel wären da eine Lösung. Aber in angrenzenden Hauswänden wie hier ein bisschen aufpassen, die Richtung wechseln und alles ist schick. So geht es immer munter weiter. Die Bürste zieht spielerisch ihre Bahn. Das geht wirklich ganz einfach. Das erste Stück ist auch schon geschafft. Und nun ganz wichtig, bevor das wieder anfängt anzutrocknen, den ganzen abgebürsteten Dreck schön gewissenhaft mit viel Wasser abspülen. Da ist dann ein ganz normaler Gartenschlauch viel praktischer. Im Mittelstück brauche ich jetzt nicht nochmal nachsprühen, da ist das noch feucht genug. Aber pro Sprühen viele Leutchen reinigen solche Holzflächen mit einem Hochdruckreiniger und dann auch noch mit der Dreckfräse. Das wird zwar auch sauber, aber diese Dreckfräse entwickelt einen äußerst aggressiven Wasserstrahl mit sehr viel Druck und das schadet eurem Holz mehr, dass es nutzt. Genauso trifft das auch auf viele Steinoberflächen, wie zum Beispiel Gehweg, Terrassenplatten aus Zement zu. Hier jetzt bei Holz ist diese Methode mit einem Holzreiniger in Verbindung mit Bürste äußerst schonend zum Holz. Der ganze Dreck geht mühelos ab und nach dem Trocknen würde ich hier auf diesen Holzdielen ein Douglasienöl für den Außenbereich verwenden. Findet ihr auch in meiner Videobeschreibung unter dem Video. Den ganzen Dreck ist nicht gerade wenig. Ihr seht es hier wieder akkurat abspülen und auch schon jetzt kann man schon schön den Unterschied zwischen gesäuberten und noch nicht gesäuberten Teil sehen. Aber nicht mehr lange. Auf zur letzten Attacke. Hier nochmal ein bisschen nachsprühen und schon geht's weiter. Dieser Reiniger ist nicht nur für Holz allein geeignet, sondern auch für WPC und auch BPC-Verbundstoffe. THC ist nicht dabei. Ganz im Ernst, WPC bedeutet Verbundstoff aus Holz und Plastik. W steht für Wood, P für Plastik und C für Composite. Heißt zusammengesetzt. Und BPC ein Verbundstoff aus Bambusfasern und ebenfalls Plastik. Mit Hanffasern hieße das dann HPC. Das Reinigungsmittel ist biologisch abbaubar und äußerst ergiebig. Ihr könnt es je nach Einsatz und Verschmutzungsgrad universell anpassen, also auch verdünnen. Wie genau, das steht auf der Flasche alles genau drauf. Aber unbedingt das Ganze als Schaum auftragen, das macht die Wirkung viel, viel intensiver. Jetzt zum letzten Mal Wassermarsch und die ganze Brühe ist ja bald schon Schlamm. Ganz, ganz gründlich mehrmals absprühen. Und ich muss sagen, so mühelos habe ich noch nie solch große Fläche gereinigt. Das Ergebnis tadellos ist nun auch schon fast trocken und sieht aus wie neu. Wenn da jetzt noch in naher Zukunft dieses Douglasienöl draufkommt, noch viel besser als neu. Weil für ganz wenig Geld. Das ist sie, meine Terrasse, aber erst muss der Efeu hier noch schnell weg, wächst ja auch wieder nach. Und dann sofort wieder wässern zum Einweichen, ist ja eigentlich ganz logisch. Jetzt geht's wieder ratzi-fatzi, gleich mit der Multijet einen schönen Schaumteppich gelegt. Mindestens 5 Minuten, ich habe hier ein bisschen länger das Mittelchen einwirken lassen und ran ans Werk mit der Multi-Brush. Und für solch Sachen eignet sich die Steinbürste Soft mit unterschiedlich langen Bürsten am besten. Der Steinspezialreiniger ist selbstverständlich auch wieder biologisch abbaubar und sehr, sehr ergiebig. Hier reicht ein Liter für bis zu 250 Quadratmeter. Das ist wirklich beachtlich und ich erwähne es doch noch einmal, bei solch Reinigungsarbeiten sollte eine Schutzbrille eine Selbstverständlichkeit sein. Und auch Kinder sind von solchen Mitteln und Arbeiten unbedingt fernzuhalten, sind ja schon die dollsten Sachen passiert. Wenn ihr empfindliche kalkgebundene Oberflächen, wie zum Beispiel Marmor habt, dann beachtet unbedingt die Informationen des Herstellers. Das sollte aber mit generell allen Sachen so gehandhabt werden. Jetzt fehlt wieder nur noch die Terrassendusche. Das ist auch schnell erledigt und ich weiß gar nicht, wie lange diese Terrasse so wie jetzt schon existiert. Gefegt schon öfter, abgespritzt mit Wasser auch schon ein paar Mal, aber so richtig professionell gereinigt wurde sie noch nie. Bisschen stolz bin ich nun schon darauf, denn das Ergebnis, seht selbst, ist auch wieder mal Träumchen geworden. Unsere Hofeinfahrt ist übersät mit Flechten und in vielen Kommentaren wurde ich gefragt, wie bekommt man die am besten weg? Heute habe ich da eine Antwort drauf und was für eine. Erst wieder Wasser drauf zum Einweichen, ihr habt es gesehen. Dann in der vorgeschriebenen Dosierung mit dem Spezialreiniger schön einschäumen. Mit Warmwasser funktioniert die Sache noch effektiver. Dann habe ich das diesmal eine ganze Weile einwirken lassen und vor dem Einsatz mit der Multibrush noch einmal eingesprüht. Und los geht's. Als Bürste nehme ich die kraftvollste im Sortiment, die große Stahldrahtbürste Pro. Ich nenne sie jetzt schon mal den Flechtenkiller. Und ich habe bewusst hier nur eine etwas kleinere Fläche ausgewählt, damit ihr den Unterschied gleich schön erkennen könnt. 2 bis 3 Mal rüber übers Pflaster, das sollte schon genügen. Und nun war ich selber schon sehr gespannt auf das Ergebnis. Zum Abspülen, oder diesmal kommt Reinigen noch dazu, nehme ich wieder die Multijet, denn die Fugen habe ich vorher nicht gereinigt, die müssen jetzt nachgeholt werden. Und dafür brauche ich ein bisschen mehr Kraft.
Die Multijet hat 4 Düsen und zuerst brauche ich die Dreckfräse. Die bekommt die Fugen frei, die benutze ich mit bisschen mehr Abstand, dass sie keinen Schaden anrichten kann. Ihr seht's hier schon, das Ergebnis ist fantastisch, übertrifft ehrlich meine Erwartungen um ein Vielfaches. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet, ganz hartnäckige Flechten verschwinden, wie von Geisterhand, ganz mühelos, einfach nur mit Wasser, einem Reiniger und einer sich drehenden Bürste und das auch noch im Akkubetrieb. Zum Schluss gehe ich dann noch mit einem Flächenstrahl drüber, jetzt passt alles. 2 Sachen habe ich noch, ehe ich das vergesse. Bei allen einzelnen Schritten mit der Multibrush leuchtet dann am Ende immer noch 3 von 4 Lämpchen der Ladezustandsanzeige. Mehr braucht es dazu nicht, denke ich. Und einen Grünbelagsentferner mit Langzeitwirkung gibt es auch noch im Angebot von Gloria. Am Tor hinten habe ich den schon mal mit meinem Lieblingszubehör der Multijet versprüht. Das ist das Pflanzenschutzset mit tragbarem 10 Liter Kanister, Schlauch und einer Sprühlanze. Natürlich alles mit Akkubetrieb. Damals gab es schon 10 von 10 möglichen Punkten für die Multijet. Heute für die Multibrush sehr, sehr gerne aber auch. Also 10 Punkte, 10 Points. Das war's jetzt, Freunde. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Die Multijet, die Multibrush und alles Zubehör findet ihr wie immer in meiner Videobeschreibung unter dem Video. Wenn es gefallen hat, lasst bitte eine positive Bewertung da. Würde mich sehr darüber freuen. Abonnieren, Glocke aktivieren, wenn auch nicht geschehen und kein Video mehr verpassen. Schreibt was in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch ein paar Fragen. Ich beantworte das. Besucht mich auf Facebook und Instagram. Ich bin immer zu Hause. Die nächsten beiden Videos dann. Da geht's definitiv mal wieder um unseren Rasen. Freue ich mich wirklich schon sehr drauf. Ihr bestimmt auch. Seid dann wieder mit dabei. Ich sowieso. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt schön gesund. Bye bye. Tschüss und ciao.